Samsung hat mal wieder neue Tablets für euch und die sind ganz schön groß, haben ganz schön viel zu bieten und was sie kosten, was sie können, all das erfährst du in diesem Video, also bleib dran, mein Name ist Oliver, willkommen auf dem Smart Home Blogger Kanal. Damit willkommen zurück. Cool, dass ihr wieder mit dabei seid. Und auf dem Markt der Tablets gibt es gefühlt so viele, aber mittlerweile hat es ja ein bisschen rauskristallisiert, dass sich viele eigentlich zwischen einem iPad und einem Samsung Galaxy Tab entscheiden. Grund genug, dass Samsung hier an der Stelle nochmal nachlegen möchte und das namentlich mit dem Samsung Galaxy Tab S9 Plus und dem S9 Ultra. Und wie ihr euch vielleicht denken könnt, ist das Plus schon wirklich gut, aber das Ultra setzt dem Ganzen nochmal einen drauf. Was diese beiden zu bieten haben, wie es mit dem Zubehör aussieht und, das möchte ich euch jetzt einmal zeigen. Während das Samsung Galaxy S9 Plus auf ein 12,4 Zoll großes AMOLED-Display setzt, bekommt ihr beim Ultra gleich nochmal ein Update mit einem 14,6 Zoll großen AMOLED-Display. Dazu haben wir natürlich das Ganze im Fluid und das bedeutet, ihr habt natürlich nochmal eine Bildwiederholrate von 120 Hertz. Also Samsung bietet euch hier eigentlich mitunter das Beste, was ihr bekommen könnt, denn wir wissen auch, sie verkaufen ihre Displays ja auch an andere Hersteller und sind dabei wirklich führend auf dem Markt und das zeigt man mal wieder impulsant hier im Tablet-Bereich, obwohl sie das ja auch eigentlich bei Smartphones zeigen. Ihr wisst, was ich meine damit. Der Unterschied liegt hier eigentlich nur in der Größe und da müsst ihr euch entscheiden, möchtet ihr noch mehr? Seid ihr bei wirklich über 14 Zoll mittlerweile im Tablet-Bereich glücklich oder sagt ihr ein bisschen reduzierter und bei ca. 12 Zoll ist euer Sweet Spot? Angetrieben wird das Ganze und das finde ich extrem wichtig und extrem gut von einem Snapdragon-Prozessor, namentlich Snapdragon 8 Gen 2 und damit bekommt man den schnellsten Prozessor, den man im Android-Bereich bekommen kann und der ist auch extrem effizient, was die Leistung angeht. Ihr bekommt das Ganze dann hier mit bis zu 16 GB RAM und internen Speicher sogar in der Ultra-Version bis hin zu 1 Terabyte. Das Ganze bleibt aber am Ende exklusiv, heißt man muss das sehr wahrscheinlich bei Samsung bestellen bzw. bekommt es nur dort. Trotzdem seid ihr mit einem halben Gigabyte, sprich mit 512 GB schon extrem gut aufgestellt und das sollte eigentlich reichen, um eure Daten zu speichern. Schade an der Stelle, dass es keine externe Speichermöglichkeit gibt, bedeutet, ihr könnt hier keine SD-Karte einlegen. Was ihr aber könnt, und das gilt zumindest für die 5G-Version, ihr könnt hier eine SIM-Karte einlegen oder sogar eSIM nutzen, also das heißt, das Ganze wird nur eingescannt und schon seid ihr mit eurem Tablet online unterwegs. Auch das finde ich extrem wichtig, denn oft nutzt man ein Tablet, wenn man unterwegs ist und man hat nicht überall die Möglichkeit, das WLAN-Netzwerk zu nutzen. Also ich habe auch meine iPads, die ich benutze alle mit dem 5G-Standard, weil ich das einfach für mich persönlich extrem wichtig finde. Sprechen wir dann über Kameras und da gibt es zumindest was die Hauptkamera angeht erstmal keinen Unterschied bzw. das Kamerasetup auf der Rückseite. Denn wir haben bei beiden Geräten eine 13 Megapixel Hauptkamera und dazu gibt es nochmal eine 8 Megapixel Ultraweitwinkelkamera. Ja, machen wir uns nichts vor, diese Kamerasensoren sind nicht auf dem Level der S23 Modelle und das ist auch okay, denn ein Tablet ist primär da, um darauf effektiv zu arbeiten oder Inhalte zu konsumieren. Wer viele Fotos und gute Fotos machen möchte, nutzt dafür am Ende sein Smartphone oder hat sowieso eine perfekte Kamera dafür. Aber um Schnappschüsse damit zu machen und auch hier und da Aufnahmen, ist das Ganze definitiv geeignet und da möchte man sich nicht lumpen lassen. Aber interessant wird es dann auf der Front. Denn während ihr beim Plus-Modell nur eine 12 Megapixel Ultraweitwinkelkamera bekommt, bekommt ihr gleich zwei Kameras dann in der Ultra-Version. Und dabei handelt es sich um 2x12 Megapixel Kameras und damit wird die Qualität für Aufnahmen und auch für Video Calls nochmal aufgewertet und das finde ich auch extrem wichtig, denn ein Ultra-Modell sollte nun mal Ultra-Performance und auch Ultra-Aufnahmen liefern können und das zumindest ja in der Situation, wenn ihr Skype, wenn ihr Teams nutzt und, also alles was Thema Videos angeht auf der Front, da solltet ihr da perfekt aufgestellt sein und das bietet euch Samsung an der Stelle definitiv. Machen wir weiter mit dem Akku, denn hier bekommt ihr ein 10.090 mAh im Plus-Modell und dann ein 11.200 mAh Akku in der Ultra-Version. Ich persönlich finde den Unterschied schon fast zu gering. Dafür, dass das Ultra 2 Zoll größer ist am Ende, hätte ich mir hier nochmal einen größeren Akkuzuwachs gewünscht. Trotzdem reicht das Ganze definitiv. Screen-on-time-technisch
technisch variiert das Ganze natürlich, denn ein Tablet wird nicht kontinuierlich genutzt, sondern hat oft auch viele Ruhephasen dazwischen und die können auch mal bei 24 Stunden liegen, bis man das Device wieder am Ende nutzt. Also ich bin gespannt, was man dem Endverbraucher hier anbietet. Was man dem Endverbraucher aber auch anbietet, sind unterschiedliche Zubehördinge. Denn wir haben nicht nur einen klassischen Stand, um euer Tablet aufzustellen, sondern man bekommt das Ganze auch mit einer Tastatur. Man kann aber auch den Stift im Case nutzen oder es gibt passende Folien dafür. Und so kostet die Tastatur mit Trackpad für die S9-Version 229 Euro, für die S-Plus-Version wären es dann 250 und bei dem Ultra sind es dann sogar 400 Euro. Dazu gibt es dann auch nur die Tastaturhülle ohne Trackpad, da startet ihr bei 160, geht hoch bis hin zu 230 und dazu gibt es dann auch nochmal die Schutzfolie und auch die kostet 80 Euro. Also ihr merkt, hier lässt sich Samsung das Ganze wirklich gut vergüten, aber... Und da muss ich auch einen Case machen für Samsung. Das Ganze ist immer noch günstiger als bei Apple, wenn es rund um die iPads eigentlich losgeht. Denn da ist das Ganze teilweise nochmal teurer, je nachdem, was ihr original an Zubehör möchtet. Aber ihr wisst, es gibt immer wieder Alternativen, nutzt diese also definitiv auch. Und jetzt sprechen wir mal über den Preis, denn da gibt es auch eine ganz schön große Bandbreite. Denn das Basismodell mit 8 GB RAM und 128 GB internem Speicher und Wi-Fi kostet 900 Euro. Und wenn man das Ganze dann bis zum Ultimum pimpt, also wer wirklich viel Speicher möchte mit 256, 12 GB RAM, der muss dafür nochmal 1.169 Euro auf den Tisch legen. Und das ist für mich persönlich für diese Plus-Version schon fast zu viel Geld. Aber wem das noch nicht reicht und der möchte einfach noch mehr, der sollte jetzt bei den Ultrapreisen mal aufpassen. Denn der Einstieg mit 12 GB, 256 GB internen Speicher und Wi-Fi liegt bei 1.340 Euro. Bei einer 5G-Version seid ihr dann bei 1.490 Euro. Und wenn ihr das Ganze dann mit 512 GB möchtet, Wi-Fi 1.500, 1.600 mit 5G und die 1TB-Version mit 16 GB RAM, Wi-Fi 1.750 und 1.900 Euro dann für die 5G-Version. Und das sind einfach so hohe Preise, wo ich mich einfach frage, warum? Ja, Qualität top. Top-Display, gute Performance, Samsung, einfach die rocken das, auch über Update-Politik, ja, alles vollkommen okay, aber für ein Tablet würdet ihr oder nutzt ihr euer Tablet wirklich in dem Umfang oder gehe ich gerade so komplett am Ziel vorbei, da es für Kreative mit 14 Zoll einfach super funktioniert? Denn ich stelle immer wieder fest, wenn ich arbeiten möchte, nutze ich eher einen Laptop, zumindest hier in dem Fall mein MacBook. Ich weiß aber auch, dass viele von euch am Tablet arbeiten und schreiben. Lasst es mich also gerne unten in den Kommentaren wissen, für was ihr euch am Ende entscheiden würdet und ob ihr findet, dass Samsung hier ein wirklich tolles Produkt bzw. gleich zwei tolle Produkte erschafft. Hat. Bleibt gesund, macht's gut, bis demnächst, euer Smartphone-Blogger.